Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder im schönen Tamriel und wie ich es schon in der letzten Folge erklärt hatte, leider mussten wir die mit einem kleinen Char machen. Ich habe leider nicht so viele Chars, die diese Quests noch nicht gemacht hatten. Deswegen, aber wir hatten Glück und die Aufnahme hat soweit funktioniert, so wie ich es gesehen habe. Ich habe sie noch nicht umgewandelt, aber ich hoffe, es hat auch alles andere funktioniert. Und wir können jetzt nun wieder mit unserem normalen Char weitermachen. Wir sind in der letzten Folge in Bethnic angekommen. Und ja, irgendwo da hinten können wir jetzt unsere neue Quest starten. Ich sehe das Zeichen. Ah, hier. Ihr braucht eure Waffe nicht zu ziehen, Neuankömmling. Hab ich doch gar nicht. Die ist auf meinem Rücken. Gut, dass ihr mit Kapitän Kalin hierher gesegelt seid. Außenseiter sind auf Bethnic nicht willkommen, besonders im Moment nicht. Warum nicht? Luthorn-Kultisten haben die Festung angegriffen. Ihr habt Glück, dass ihr nicht ausseht wie sie, sonst hättet ihr schon einen Speer im Bauch. Sieht aus, als wäre der Angriff gescheitert. Natürlich. Wir haben die meisten abgeschlachtet. Der Rest ist geflüchtet. Sie haben dem Häuptling etwas gestohlen, aber das bekommen wir schon zurück. Den Rest erledigen wir, sobald Häuptling Tazgol die Armee zusammengetrommelt hat. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann fragt Lambur. Ich ziehe los, um sie zu finden. So, die ist irgendwo da hinten in der Festung, sehe ich jetzt gerade. Der Wegschrein wurde auch schon automatisch freigelegt, das ist sehr schön. So, da ist sie. Lambur. Das war Teil eines größeren Plans. Da bin ich mir sicher. Was ist geschehen? Der Blutdorn-Kult hat die Festung angegriffen. Sie wurden zwar zurückgeschlagen, aber sie haben eine bretonische Schriftrolle gestohlen, die Orks vor langer Zeit gefunden hatten. Häuptling Tazgol denkt, der Angriff sei ein Fehlschlag gewesen. Doch ich bin mir da nicht so sicher. Was meint ihr? Die Kultisten zogen sich nach dem ersten Ansturm zurück. Sie kamen nur her, um diese Schriftrolle zu stehlen, da bin ich mir sicher. Aber warum? Haben sie uns eine Falle gestellt? Wir müssen es herausfinden, bevor der Häuptling sich zum Angriff entschließt. Wie kann ich helfen? Beginnt bei Schamanin Laganak. Sie hat die Rituale der Blutdornen in den zerschliffenen Hügeln beobachtet. Sie wartet am Langhaus, südlich von hier. Es wurden auch Kultisten nördlich von hier in Moriseli und westlich in Düsterfeld gesehen. Was könnt ihr mir über Moriseli erzählen? Es ist eine Aleidenruine. Vor Jahren haben uns bretonische Banditen angegriffen. Eine Patrouille in Unterzahl konnte wochenlang durchhalten, bis sie ausgelöscht wurde. Später hat unsere Armee die Banditen vernichtet. Es ist wirklich nur eine Ruine. Ich weiß nicht, was die Blutdornen damit wollen. Was ist mit Düsterfeld? Was? Das ist ein unheilschwangerer Name. Es ist ein Friedhof. Keiner von unseren. Ein bretonischer. Als wir die Insel vor hunderten von Jahren erobert haben, hat Kriegshäuptling Özgol ihn aus Respekt vor unseren Feinden unberührt gelassen. Wir schänden keine Gräber, so wie es der Blutdornkult macht. Viele frische Leichen. Ich bin Bretone. Was wisst ihr über die zerschliffenen Hügel? Größtenteils ist es eine Wildnis. Es gibt Aleidenruinen, aber sie wurden schon lange geplündert. Ich weiß nicht, was die Blutdorne dort wollen, aber Laganak könnte mehr wissen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, hier vorne ist das nächste, dass wir da erstmal hinreiten. Ich hätte noch theoretisch hinlaufen können, aber egal. Hier drin, denke ich mal, wird das... Nee, sie steht hier vor. Ich hoffe, ihr seid hier, um zu helfen. Auf der Insel werden dunkle Rituale ausgeführt. Ich habe die Verderbnis zuerst in der Luft gespürt. Dann hat mein Schamane bei einer Aileiden-Ruine in der Nähe Beweise gefunden. Wer führt die Rituale durch? Der gleiche Kult, der die Festung angegriffen hat. Ich spüre eine Verbindung zwischen dem Angriff und den Ritualen. Es gibt eine Möglichkeit, Gewissheit zu erhalten. Häuptling Tazgol hat mir verboten, dem weiter nachzugehen. Also bitte ich nun euch darum. Wie? An der Brücke im Süden gibt es ein Totem. Wer es berührt, erhält Visionen.
Es könnte euch eine Vision zeigen, die eine Verbindung zwischen den Angriffen und den Ritualen schafft, deren über die Insel hereinbrechende Verderbnis ich spüre. Folgt der Vision, wo immer sie euch hinführen mag. Das werde ich. Ihr reist in eine Welt voller Gefahren. Setzt eure Schritte vorsichtig. Wie kann ich diese Visionen sehen? Das Land erinnert sich an die, die auf ihm wandeln. Im Guten wie im Schlechten. Das Totem macht sich diese Erinnerungen zunutze und zeigt uns die Geister der Vergangenheit. Ja, das heißt, wir müssen hier rum. Die Frage ist nun, ist hier vorne direkt das Totem? Ja, ist schon direkt das Totem. Was? Wunderbar. Erfahrt den Plan. Wir müssen... Achso, Hallöchen. Schaust du nur oder soll ich dir hinterherlaufen? Ich schätze, der schaut nur. Na gut. Ich werde aber trotzdem mal zu Fuß gehen, weil kann ja sein, dass wir noch mehr von diesen Visionen hier sehen. Aber anscheinend nicht. Anscheinend war das jetzt wirklich nur der eine. Dann würde ich mir hier, da wir sowieso hier hin müssen... Habt ihr die Schriftrolle? Da. Freut euch, dass ihr nicht versagt habt. Vardan wird zufrieden sein. Ich lebe, meinen Meistern zu dienen. Geht nach Westen zur Stätte der Aileiden. Das Ritual der Schriftrolle sollte euch dort weiterkommen lassen, wo andere gescheitert sind. Ich werde euch nicht enttäuschen, Herrin. Okay, erreicht die Stätte. Aber wir möchten vorher erstmal gerne hier hoch. Und nochmal eben schnell die Himmelsscherbe holen. Lup. So, erreicht die Stätte. Ich glaube, ich muss dann aber hier vorne rum. Oder? Moment, jetzt muss ich mal eben überlegen. Ja, doch, vorne an dem Weg rein, nicht hier hinten. Irgendwo sollte hier ein Weg sein. Wir laufen irgendwie gerade parallel zum Weg, habe ich das Gefühl. Aber wir laufen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das ist schon mal was Gutes. Also... Lest jetzt die Schriftrolle. Das enthaltene Ritual wird euch in das Geisterreich schicken. Solltet ihr es schaffen, werde ich folgen. Im Namen der Blutdornen, betretet das Geisterreich. Schon wieder gescheitert. Vielleicht liegt hier ein Fluch darauf. Ich werde das Ritual in unserem Lager ausprobieren. Seht mal, wer hier ist. Lasst mich raten. Ach. Ihr wolltet das geheime Lager der Blutdornen. Ich habe das Schloss von ihrem geheimen Eingang entfernt. Ich gebe euch Deckung, Hübsche. Was macht ihr denn hier, Jarkan? Nach euch suchen. Laganak sagte mir schon, dass ihr auf dem Weg hierher seid, um die Fieslinge zu jagen, die die Festung angegriffen haben. Ihr wusstet vom Versteck der Blutdornen? Sicher. Ich habe einige zu ihrer Höhle verfolgt. Anstatt alleine herumzuschnüffeln, habe ich mich entschieden, auf euch zu warten, meine Freundin. Und da seid ihr. Ja, vielleicht die cleverste Entscheidung in deinem Leben. Gut, dann müssen wir... Ich würde sagen, erstmal kurz hier den Wegschrein freilegen. Für alle Fälle. So. Betretet das Versteck. Das dürfte irgendwo hier hinten am Wasser sein, so wie das aussieht. Tut mir leid, liebe Wölfe. Ich kann leider nicht. So, da ist ein Eingang, genau. Warum riechen die Lager der Bösen immer so schlecht? Schlecht durchlüftet vielleicht? Man weiß es nicht. Ich würde sagen, wir laufen am besten runter. Man könnte jetzt theoretisch auch versuchen abzukürzen, aber ob das jetzt so clever ist, da runter zu springen, ich bin mir nicht so sicher. Da kann man nichts mehr machen. Gut. Ich werde diesen Ort vollständig ausrauben. Später. Später. Okay, später. Wenn wir hier fertig sind.
So, ich muss mich jetzt wieder umgewöhnen, weil ich ja das letzte mit einem anderen Char nachgespielt hatte. Und die war Zauberin. Und das ist eine Templerin. Und jetzt ist hier wieder alles anders von der Tastenbelegung her. Aber ich finde es gut, dass, so wie es aussieht, jemand schon hier war. Wir könnten Sie immer noch bitten, die Insel zu verlassen. Tja, das können wir auch noch machen, wenn wir hier hinlaufen. Also, ob die natürlich so freundlich sind und die Insel wirklich verlassen, das ist die andere Sache. Endlich! Ein Erfolg! Ich kann das Geisterreich betreten. Die nächste Phase unserer Mission kann beginnen. Okay. Verlass das Versteck. Ich bin gerade am Überlegen. Trefft führt. Nee, dann sollen wir es auf dem herkömmlichen Weg wieder verlassen. Ja. Das heißt, wir müssen den ganzen Kram hier, die ganze Strecke wieder zurücklaufen. Naja, gut, okay. Kein Problem. Theoretischerweise könnte man wahrscheinlich auch auf der anderen Seite raus. Aber da der mir jetzt zeigt, dass ich hier wieder zurücklaufen soll, als Questziel werde ich das jetzt mal machen. Vorausgesetzt, man lässt mich auch zurücklaufen. Ich habe doch gar keinen Groll gegen dich. Lass mich doch einfach in Ruhe. Oh. Bleibe ich hier natürlich auch noch schön hängen. Verlass das. Das war dann noch ein bisschen weiter. Ja. Deswegen habe ich gesagt, es ist keine gute... Nein, man muss mich nicht rächen, Basti. Deswegen habe ich gesagt, es ist keine gute Idee, da runter zu springen, weil das wahrscheinlich zu tief sein wird. So, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass wir gar nicht da oben raus müssen, sondern dass das unter uns ist. Aber ist nicht schlimm. Haben wir halt einen Seelenstein verbraucht. Achso, da können wir auch hinreiten. Das dauert ja doch ein bisschen länger. Ja, das buche ich jetzt mal unter Erfahrung. So. Das ist, glaube ich, ein Spieler, der greift mich nicht an. So, das heißt, wir müssen jetzt mit der Ork-Dame sprechen. Und zwar, so wie ich es sehe... Oh, halt. Das müssen wir auch mitnehmen. Das sollte sich als nützlich erweisen. Ja, ja, ja. Genau. Hallöchen. Ihr seid zurück? Was habt ihr über die Pläne der Blutdornen erfahren? Sie versuchen verzweifelt, ins Geisterreich zu gelangen. Diese Narren! Hatten sie Erfolg? Ja, ich sah, was geschehen ist. Die drohenden Gefahren werden deutlicher. Ich werde versuchen, Häuptling Tatskol davon zu überzeugen. Obwohl ich bezweifle, dass er auf die Worte einer Außenseiterin hören wird. Die Anstrengungen, die ihr für uns unternehmt, ehren euch. Und wir haben einen einhändigen Dolch in präzise von der Rüstung des Auszubildenden erhalten. Ja, und scheinbar keine neue Quest. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Der Kult versucht... untersucht Düsterfeld und Morseli, genau. Da müssen wir jetzt mal eben schauen. Das heißt, wir können von hier aus am besten dahin. Also quasi immer geradeaus auf der Karte. Mehr oder weniger. Dann kommt jetzt wahrscheinlich das, was ich jetzt vorher schon im Kopf hatte. Das heißt für mich... Ja, 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 genau. Ich sehe schon das Symbol. Das heißt für mich, ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich jetzt genau hinreite. Moment. Und die Scherbe ist aber auf der Seite. Hallöchen? Ja, ja. Bleibt genau hier stehen. Kein Zutritt. Befehl von Häuptling Tatskul. Woher sind all diese Zombies gekommen? Der Blutdornkult. Sie erwecken Zombies überall auf dem Friedhof. Ich bin hier, um die Leute von hier fernzuhalten, bis Kriegshäuptling Tatskul kommt und sie alle zermalmt. Macht ihr euch keine Sorgen darum, dass der Kult eine Armee erhebt? Ha, eine Armee? Das sind bretonische Zombies. Zerbrechliche kleine Leiber aus der Erde.
Sie werden leicht zu vernichten sein. Falls euch trotzdem danach ist, Kultisten abzuschlachten, werde ich euch nicht aufhalten. Beginnt mit der Krypta in der Mitte. Ich habe da drin welche von ihnen gesehen. Ich werde nachsehen. Kommt ihr in Schwierigkeiten, dann seid ihr allein. Warum gibt es einen bretonischen Friedhof auf Betnik? Ist das nicht eine Orkinsel? Dies war vor Hunderten von Jahren einmal eine bretonische Insel. Kriegshäuptling Uzgul und die Wellenbrecher-Orks haben die Bretonen ausgelöscht. Wir Wellenbrecher waren die wildesten Räuber der gesamten See, bevor wir uns hier niedergelassen haben. Was war so besonders am Betnik? Stahl und Stein, wie könnt ihr das fragen? Hohe, gut zu verteidigende Klippen, ein freier Blick auf alle ankommenden Truppen und fruchtbares Ackerland fürs Getreide. Was könnte man mehr wollen? Uzguls Frauen bestanden darauf, dass wir uns hier niederlassen, also haben wir es getan. Warum habt ihr euch nicht selbst um die Zombies gekümmert? Meine Befehle lauten, sie zu beobachten, bis sie einen Ausfall wagen oder bis Häuptling Tatskul herkommt und ihnen die Köpfe abschlägt. Das ist alles. Ein Ork befolgt Befehle, selbst wenn sie dumm sind. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn euch die Insel gehört, warum lasst ihr dann den bretonischen Friedhof unberührt? Wir sind keine Wilden. Wir respektieren die Toten des Feindes. Wenn ein Ork stirbt, erhält er einen Grabhügel aus aufgeschichteten Steinen, auf die seine Waffen gelegt werden, um zu zeigen, wo er gefallen ist. Wir stecken unsere Toten nicht wie die Bretonen in den Boden. Trotzdem werden wir ihre Gräber nicht schänden. Ja, irgendwie ist das ja schon recht ehrenhaft, muss man sagen. Haben sich einige im echten Krieg nicht dran gehalten. So, dann gehen wir mal hier rein. Jetzt gibt es auch noch was zu lesen. Ein bretonischer Almanach. Hallöchen. Seid gegrüßt, Fremde. Ihr seid keine Kultistin. Helft uns, diese Nekromanten zu besiegen. Wie? Nehmt den Stab von Arkay. Eine mächtige Waffe gegen die Untoten. Ihr müsst den Stab zuerst aufladen und ihn dann einsetzen, um die widerlichen Abscheulichkeiten zu vernichten, die von diesen Nekromanten beschworen wurden. Wie lade ich den Stab auf? Die Frevler setzen finstere Magie ein, um die Toten zu erheben. Stört ihre Rituale und entfesselt diese Energie. Der Stab von Arkay wird sie in die nötige Macht verwandeln, um ihre finsteren Schöpfungen zu vernichten. Wer seid ihr? Zu Lebzeiten war ich eine Priesterin Arkays. Viele Jahre diente ich König Renwick. Ich war bei ihm, als die Wellenbrecher Orks hier einfielen. Wir sind gemeinsam von ihrer Hand gestorben. Der Wellenbrecher-Clan hat euch getötet? Viele sind durch ihre Klingen gestorben. Doch das ist lange her. Heute sind es die Blutdorn-Kultisten, die unsere Gräber schänden. Ich flehe euch an, sie aufzuhalten. Seid ihr die Wächterin dieses Friedhofs? Selbst nach dem Tod wache ich noch über meine Leute. Nekromantie ist Arkay ein Gräuel. Die Aura der Verderbnis wächst, während diese Diener des Wurms die Leichen meiner Landsleute schänden und aus ihren Gräbern auferstehen lassen. Ich brauche eure Hilfe, um sie aufzuhalten. Was könnt ihr mir über diese Nekromanten erzählen? Die Nekromantie des Blutdornkults verdirbt die Natur. Sie werden von Regmannen der übelsten Sorte angeführt. Verbündete von Manimarco. Sie lassen unsere Toten auferstehen, um die Orks anzugreifen. Diese Schändung muss ein Ende haben. Der Meinung bin ich auch. Wir nehmen den Stab. Nun, was haben wir hier? Ah, Hallöchen. Oh. Okay, die Verkleidung haben wir dann schon mal. Ein Spaziergang? Genießt ihr die Landschaft? Larissa, was macht ihr hier? Ich erkunde nur die Insel. Ich bin auf diese netten Gesellen gestoßen, die Gräber schänden und habe beschlossen, ein paar von ihnen zu töten. Ich habe einige Roben in dieser Tasche gesammelt. Nehmt eine, wenn ihr möchtet, dass die Zombies euch in Ruhe lassen. Danke, Larissa. Ich jage Kultisten, während ihr da mit eurem Stab herumspielt.
Wenn ich noch weitere Roben finde, werde ich sie für euch übrig lassen. Diese Nekromanten sind widerlich, aber sie wissen sich gut zu kleiden. Das Einzige, was ich nicht so ganz verstehe, warum hat sie plötzlich diese Tattoos? Also am Arm weiß ich nicht, ich glaube, da hatte sie vorher auch keine. Aber im Gesicht hatte sie definitiv keine vorher. Aber gut, vielleicht hat sie sich ja hier tätowieren lassen oder so, man weiß es natürlich nicht. Dann schauen wir doch mal eben nach Blutdornverkleidung. Dann gehen wir jetzt mal als Kultist raus. Töte Kultisten und sammelt Energiepartikel. Na gut, dann ist es eigentlich Blödsinn, wenn wir uns verkleiden, weil danach ist die Verkleidung sowieso wieder weg. Dementsprechend ziehe ich jetzt erstmal kurz den Wappenrock wieder an, so. Wobei ich ja eigentlich nur Kultisten töten soll, aber egal. Sammelt Partikel. Ist aber nicht von den einfachen Zombies, oder? Ist nur von dem Blut. Blut, genau. Nur von den Kultisten, meine ich. Da oben sind welche. Moment. So. Ja, da steht's. Ach, ich bin ja auch wieder so clever heute. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Du bist ein Assassine. Okay, ich habe nicht danach geschaut. Du bist ein Nekromant. Aber... Oh, Moment. Energiepartikel nehmen. Also, konzentrieren wir uns tatsächlich auf die mit den Kreisen. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit. So... auch wieder nichts mehr. So, 2 von 6. Das ist wirklich sehr, sehr mühselig. Der Tag ist unser. 3 von 6. Der Stab ist vollständig aufgeladen. Schnell, trefft mich an meinem Grabmal. Das wäre wohl hier. Sehr schön. Ich fühle die große Kraft des Stabes. Ihr habt euch gut geschlagen. Was soll ich damit machen? Der Stab wird in den Kryptenkreise der Verderbnis aufdecken. Dort lauern die Abscheulichkeiten des Blutdornkultes in Löchern verborgen, die ins Reich des Vergessens führen. Stellt den Stab in die Kreise, um diese Abscheulichkeiten in unsere Welt zu locken. Und dann vernichtet sie. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Aber in Ordnung. ja, Moment. Jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist irgendwo hier rum. Irgendwas. Ah, okay. Wenn wir so rote Dinger sehen, da müssen wir das dann... Okay. Sind das Wellen oder ist das immer nur eine Abscheulichkeit? Es scheint nur eine Abscheulichkeit zu sein. Da unten ist noch was. Das ist ja schön, dass der mir hilft. Das braucht er eigentlich gar nicht, weil das war nämlich meiner. irgendwo da. Da ist noch einer. Abscheulichkeit des Zorns. Okay, und dann so kleine Figürchen. Trefft mich am westlichen Ende des Friedhofs. Normalerweise müsst ihr jetzt kommen. Schnell, schnell. Sagen die doch immer so gerne. So, wo ist sie denn? Das nehmen wir noch kurz mit. Ich glaube, die ist hinter den Steinen, oder? Ach, da ist sie. Die Pervertierung meines Volkes durch die Blutdornen ist beendet. Die verehrten Toten ruhen wieder in Frieden. Ist die Gefahr gebannt? Der Kult hatte seine gesamte Kraft in den Abscheulichkeiten gebündelt.
Nun sind sie Staub und Asche. Für uns ist die Bedrohung vorüber, doch ihr seid immer noch in Gefahr. König Renwick möchte unsere Schulden bei euch begleichen. Sprecht mit ihm, erfahrt von eurer wahren Bedrängnis. Ja, ich hoffe, das gibt jetzt keine neue Quest. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir mit ihm sprechen sollen. Die Offenbarung der Vergangenheit. Ihr habt meinem Volk seine letzte Ruhe wiedergegeben. Ich möchte meine Schuld bei euch begleichen. Aber ich habe nur Informationen für euch. Was könnt ihr mir sagen? Die Wellenbrecher-Orks haben vor Generationen angegriffen. Sie haben unsere Insel genommen. Unter ihrer Herrschaft wurde das, was wir Betonia nannten, zu Betnik. Mein Versagen bei der Verteidigung meiner Leute war unverzeihlich. Doch wie ich versuchte, die Orks zu besiegen, war noch schlimmer. Was habt ihr getan? Ich habe es mit Nekromantie versucht. Ein uraltes Aileiden-Relikt liegt auf dieser Insel begraben. Die Blutdornen gieren nach seiner Macht. Betretet das Portal neben mir. Ihr werdet meinen letzten Tag durch die Augen meiner Feinde sehen. Erfahrt alles, was ihr könnt. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Targoth! Der Bretonenkönig hat sich noch tiefer in der Ruine eingeschlossen. Er bereitet einen bösen Zauber vor. Was für ein Zauber ist das? Ich weiß nur, dass die Magie, die er heraufbeschwört, unsere Armee niedermetzeln wird. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird jeder einzelne Ork hier sterben. Wie halten wir König Renwick auf? Wir müssen erfahren, wie wir an den Feigenkönig herankommen und welcher Natur seine verdorbene Magie ist. Bringt die Gefangenen zum Reden. Wir haben ihre Besitztümer beschlagnahmt. Sie könnten Hinweise darüber enthalten, was sie wissen. Wie weit soll ich bei meinen Verhören gehen? Der Kodex von Mauloch ist unmissverständlich. Solange diese Bretonen ihrem König bei seiner üblen Magie helfen, bleiben sie unsere Feinde. Wenn ihr sie nur durch Worte überzeugen könnt, dann tut das. Wenn nicht... Wenn nicht? Dafür werden sie bluten. Ich habe einer Rake-Hexe diesen Talisman abgenommen. Haltet ihn gut fest und befiehlt einer der Wachen, ihren Gefangenen hinzurichten. Der Talisman wird die Seele des Toten binden und sie dazu zwingen, euch zu antworten. Ihr werdet aber nur eine Frage stellen können, Targoth. Stellt also eine kluge Frage. Erinnert mich an den Kodex von Mauloch. Stehlt nicht, greift nicht grundlos an. Kämpft mit Ehre, beschützt euren Stamm. Diese Bretonen behaupten zwar, sie hätten sich ergeben. Aber wenn sie sich weigern, uns ehrlich zu antworten, bleiben sie unsere Todfeinde. Zeugt das Ermorden unbewaffneter Gefangener von Ehre? Sie helfen ihrem König bei seinen üblen Plänen, uns alle zu töten. Wenn sie uns nicht verraten, wie man ihn aufhalten kann, wird seine Magie uns alle auslöschen. Wir sind im Krieg, Targoth. Tut, was getan werden muss. Ja, dann... Beginnen wir mal. Ihr, wie viel Blut wollt ihr noch? Antwortet mir ehrlich und ihr bleibt am Leben. Lügt mich an und ihr werdet sterben. Ihr seid in mein Zuhause eingedrungen. Ihr habt meine Leute abgeschlachtet. Warum sollte ich euch helfen, Ork? Ihr werdet uns ohnehin alle töten. Sagt mir, welche Magie euer Gatte heraufbeschwört. Es sei denn, ihr seid zum Sterben bereit. Haltet ihr mich für verrückt? Ich werde meinen Gatten nicht verraten. Ihr werdet uns beide töten. Nein, Ork. Renwick wird seinen Zauber sprechen und euch alle auslöschen. Wie lautet euer Wille? Lebt oder stirbt die Königin? Sie hilft ihrem Mann bei einem Angriff auf uns. Richtet sie hin. Auf euer Geheiß! Lasst sie den Blutzoll zahlen. Bitte, nein, zeigt Gnade. Monster, ihr seid alle Monster. Ihr werdet für diese Morde bezahlen. Ihr Monster, meine Ermordung hat nicht ausgereicht.
Mit diesem Talisman zwinge ich euch, mir zu antworten. Selbst im Tode quält ihr mich noch. Stellt eure Frage und lasst mich danach in Frieden. Okay, wir haben nur eine Frage, ne? Was plant König Renwick? Es ist, wie ich euch gesagt habe. Mein Gatte spricht einen Zauber, der euch auslöschen wird. Dafür habt ihr mich ermordet? Ihr werdet ernten, was ihr seht. Möge das Vergessen euch holen. Okay, dann hätte ich doch danach fragen sollen, wie man die Tür öffnet. Gut, hinterher ist man immer klüger. Ork, dafür werdet ihr bezahlen. Antwortet mir ehrlich und ihr bleibt am Leben. Lügt mich an und ihr werdet sterben. Ihr wollt mir Bedingungen diktieren, Schweinekind? Gebt mir mein Schwert zurück und ich werde euch ein sauberes Ende bereiten. Stellt eure Fragen. Belustigt mich. Sagt mir, wie ich an Renwick herankomme, wenn euch euer Leben etwas wert ist. Ich werde lieber sterben, bevor ich meinen König verrate. Ergötzt euch an eurem Sieg, solange ihr es noch könnt. Eines Tages werden wir zurückkommen, um uns zu holen, was uns rechtmäßig zusteht. Wir sind fertig mit Reden. Ja, ich muss mir aber noch kurz hier die Befehle holen. Dragos Befehle, ich verlange heute mehr von euch als in der Vergangenheit. Ihr müsst die Orks aufhalten. Gebt mir Zeit, um den Zauberspruch zu vervollständigen, über den wir gesprochen hatten. Gebt nicht auf, Drago, selbst wenn ihr fallt. Wir werden siegen. König Renwick. Kriegsrufer, lebt oder stirbt er? Er hilft König Renwick gegen uns. Richtet ihn hin. Auf euer Geheiß wird er den Blutzoll zahlen. Schlag zu, Kind einer Sau. Lasst mich nicht warten. Warum? Warum solltet ihr ihn umbringen? Barbarischer Ihr quält mich selbst im Tod. Mit diesem Talisman zwinge ich euch, mir zu antworten. Ich kann mich nicht verweigern. Sorgt besser dafür, dass eure Frage es auch wert ist, Schweinekind. Wie öffne ich die Tür, die euren König schützt? Nein, ich werde nicht... Es gibt zwei Runensteine an der Tür. Dreht sie beide und der Schutzzauber wird geschwächt. König Renwick ist dort drin. Er erschafft eine Untotenarmee, um euch zu vernichten. So, ihr habt mich zu einem Verräter gemacht. Und jetzt erlöst mich, ihr verdammter Ork! Nun gut. Ich finde das nicht so toll, weil das sind beide Leute, die hier gerade gequält werden. Es sind Bretonen. Targut, unser Sieg ist nah. Ich weiß, wie man die Tür öffnet. Bei Maulochs rechter Hand. Mein Kriegsrufer triumphiert ein weiteres Mal. Wir werden diesen Angriff zu Ende bringen und die Bemühungen dieses feigen Königs vereiteln. Was werden wir mit König Renwick machen? Es zeugt nicht von Ehre, gebrochene Menschen und besiegte Ritter abzuschlachten. Wenn König Renwick sich ergibt, geht er mit seinen Leuten ins Exil. Sie sollen die Kunde von unserer Wildheit über die Meere tragen. Was ist, wenn er sich nicht ergibt? Dann werde ich ihn erschlagen. Haltet eure Klinge jenseits dieser Tür gesenkt, Targut. Überlasst König Renwick mir. Na gut. Ich muss ja erstmal die Dinger... Die Runensteine drehen waren es, glaube ich. So, jetzt aber. Aileen! Verdammt, helft mir! Was ist das? Ja, ich fühle die Kraft. Aber wie arbeitet ihr? Darf ich auch mal mit ihm sprechen? Hallo? Renwick, ergebt euch und ich verschone euer wertloses Leben. Bleibt zurück! Ich halte Zerstörung in meinen Händen. Magie kann euch nicht retten. Ergebt euch oder sterbt. Geht jetzt oder ich benutze das Relikt, um euch auszulöschen. Ihr werdet meinem Volk nichts zuleide tun. Zieht Stahl! Helft mir! Verdammt, helft mir! Targut, begrabt diesen Elfenkuschler. Der Rest kann entscheiden zwischen Exil und Tod.
Selbst mein Tod hat mein Volk enttäuscht. Ihr habt versucht, das Relikt zu verwenden und Itzgol hat euch getötet. Ja. Kaum hatte ich die Macht des Relikts angerufen, erkannte ich, was es von mir verlangte. Seelen. Es lechzt nach Seelen. Ich wollte diesen Preis nicht zahlen, doch die Blutdornen werden es tun. Sie werden eine Untotenarmee auferstehen lassen und euch alle abschlachten. Wie kann ich sie aufhalten? Das Aileiden-Relikt ist der Schlüssel, aber meine Erinnerungen sind mit der Zeit verblasst. Ich erinnere mich nicht mehr an seinen Aufbewahrungsort. Ich weiß nur, dass ihr es vor den Blutdornen finden müsst. Ich biete dieses Wissen als Bezahlung für die Seelen an, die ihr heute gerettet habt. Und wir erhalten eine einhändige Keule von der Rüstung des Auszubildenden. So, das heißt, damit haben wir abgeschlossen. Und nicht so wirklich ein neues... Achso, doch, da oben ist ein neues Ziel, genau. Dass wir den Kultisten hinterherreisen sollen. Dann kann ich jetzt mit ruhigem Gewissen sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Die Folge ist doch noch etwas länger geworden, als ich gedacht hatte, beziehungsweise gehofft hatte. Und ja, ich hoffe, dass jetzt mit der Aufnahme alles in Ordnung ist. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.